Hallo Leute und herzlich willkommen heute zum passenden Tutorial von eben hier dem Rainbow Runner. Und ja, ich habe schon ein Let's Show gemacht, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise wie es aussieht, wenn es dann fertig gebaut ist. So sieht das Ganze aus und das bauen wir jetzt einfach mal nach. Hier hatte ich einen Hebel verwendet und ja, das werde ich jetzt auch anders bauen, sodass da ein Knopf ist, dass man nicht eben runterrennen muss, hoch und wieder runter, damit man es wieder spielen kann, sozusagen resetten. Das werde ich mit einem einfachen Knopf machen. Und ja, hier sind auch schon die Sachen, die man dafür eigentlich grob braucht. Natürlich braucht man noch hier den Regenbogen und eben noch ein bisschen Lava, aber sonst eigentlich braucht man nichts mehr. Gut, ich fange dann hier gleich mal an mit den Clocks hier. Wir brauchen 6 Stück, weil wir auch 6 verschiedene Regenbogenfarben sozusagen haben. Und ja, die baue ich jetzt erstmal so hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein nach da und hier wieder auf 6. So, davon brauchen wir jetzt genau 6 Stück auch. Ich baue die jetzt immer in einem Abstand von 2. Das ist das Beste, weil sonst kommen die sich ziemlich in die Quere leider. Eigentlich im Moment noch relativ egal, auf welcher Stufe die gestellt sind. Das stellt man einfach später um. Und da ist es dann eigentlich auch relativ egal, auf welchen Stufen man das stellt, das Ganze. Weil es ist ja eine zufällige Glocke sozusagen. Die sollten halt nur nicht alle auf dem gleichen stehen. Weil sonst ist es ja, ja, sonst ist es eben alles gleich. Und dann würden immer eine riesen Ebene auf einen zukommen, sodass man gar keine Chance mehr hätte. Und wenn sie eben ähnlich sind, dann verändert sich auch nicht viel, sodass man dann relativ bald den Mechanismus rauskriegt. Ihr seht jetzt hier schon vielleicht dran, wenn ihr die Logik versteht, beziehungsweise gleich versteht, dass es eigentlich immer das gleiche ist, die Abfolge. Nur eben, einem fällt es relativ erst spät auf und bis dahin ist man meistens eh schon tot. So. Soweit hier zum Aufbau. Jetzt verbinden wir hier diese Sachen noch mit Redstone. Und ja, eben die Sachen, die wir brauchen, ist eben Redstone. Redstone-Fackeln natürlich. Ein Block. Ich nehme jetzt hier einfach Sandstone, weil wir hier auf einem Sandstone-Grund arbeiten. Und dann brauchen wir eben noch einen Schalter. Redstone-Repeater natürlich ganz viele. Und eben Pistons. Das sind die Hauptbestandteile, sage ich jetzt mal. So. Hier muss dann ein Sticky Piston hin, um den ganzen runterzudrücken und den Mechanismus in Gang zu bringen. Diese 6 sehen eigentlich relativ gleich aus. Nicht nur relativ, die sind eigentlich hundertprozentig gleich, nur in der Schaltung eben verschieden. Ich baue das jetzt eben mal schnell 4 und wieder runter. Ich beeile mich hier relativ, hoffe ich zumindest, dass es schnell geht, damit es nicht ein ewig langes Tutorial wird. Aber ich denke mal, also 2 Parts könnten schon sein, dass das rauskommt. Kommt überhaupt noch eine? Ja. 3, 4. So. Darunter hängen wir jetzt einfach immer ein Sandstone. Das könnte eigentlich alles sein, nur eben kein Gravel und kein Sand, weil der würde jetzt schon runterfallen. So, die ganzen müssen natürlich auch noch Strom kriegen. Das tun sie hier rüber. So. Das würde, glaube ich, sogar auch schon reichen, wenn man nur eins lang macht, aber ich nehme jetzt einfach mal 2, dann ist es sicherer. Gut, dieser Mechanismus macht eigentlich nur, dass wenn man eben den Hebel betätigt, oder den Schalter in dem Fall, ein dauerhaftes Signal rauskommt und die Pistons runtergedrückt werden. Das heißt, der Kreislauf ist sozusagen geschlossen.
weil hier fehlt ja noch eins und das wird eben durch den Block ersetzt. Und ich weiß nicht, also das dürftet ihr eigentlich schon wissen, Redstone Repeater auf einen Block beleuchten sozusagen den ganzen Block, also setzen den ganzen Block unter Strom. Gut, jetzt müssen wir natürlich auch noch die Blöcke am Anfang, die müssen auch noch ein Signal kriegen. Das machen wir über Redstone Repeater hier. Zack. Zack. Und hier natürlich auch noch welche. Zack. Und zack. Gut. Diese ganzen Sachen hier müssen, also die Pistons müssen ja dauerhaft ausgefahren sein. Und die Redstone Repeater hier unten dürfen nur einmal ein kurzes Signal kriegen. Sonst passiert nämlich genau das hier. Ich zeige das mal eben. So, ihr seht, das Signal kommt. Die Sticky Pistons unten ist beleuchtet. Und ja, das ist ganz, das Ganze ist kein Kreislauf, sondern eben ein dauerhaftes Signal. Und das wollen wir natürlich nicht. Deshalb wenden wir einen kleinen Trick an, wie wir aus einem dauerhaften Signal eben ein kurzes Signal bekommen. Und wenn wir das Ganze eben auch noch nicht wie beim anderen machen, dass wir kein Hebel, sondern einen Schalter benutzen, brauchen wir auch noch das Umgekehrte. Das heißt, dass wir eben auch noch brauchen, wie man aus einem kurzen Signal ein dauerhaftes Signal macht. So sieht auch schon der ganze Aufbau aus. Ihr seht, die Fackel ist aus. Hier kommt das Signal an. Und wenn ich jetzt hier ein dauerhaftes Signal mache, ist die kurz an und dann sofort wieder aus. Weil eben die Fackel ausgeht, dadurch geht die hier an kurzzeitig. Der Redstone Repeater bekommt aber auch Strom. Dadurch, dass eben hier das Redstone reinkommt, dauert eben 4 Ticks lang und danach geht sie wieder aus. Das ist auch schon der ganze Trick bei der Sache. Jetzt muss ich noch einmal schon kurz gucken, ob hier alles, ja, es kommt bis hinten und hier kommt es auch bis hinten. Perfekt. Jetzt müssten wir einfach noch einen Repeater einbauen. Gut, dann verbinden wir die ganzen noch miteinander. Hier gehen wir mal eins runter. Wir müssen jetzt leider etwas unter Wasser kurz, aber na, er sollte nicht sein. Ich habe die ganze Ebene nur einmal eins tief gemacht. So und so. Wo können wir wieder hoch? Hier können wir wieder hoch. So. Moment. Jetzt müssen wir noch natürlich hier den Rand machen, damit das Ganze jetzt nicht mit Wasser vollläuft, weil unter Wasser hält ja das Redstone nicht. So, perfekt, jetzt können wir die hier untereinander noch verbinden. Gut, gut, jetzt bauen wir hier unten noch einfach einen Repeater ein, da das Signal nicht so lange so weit kommt. Das wäre jetzt auch schon der erste Schritt eigentlich, der ist schon fertig. Jetzt müssen wir nur noch hier eine Verbindung herstellen zu dem hier eben. Noch einen Repeater rein, damit die Pistons genug Zeit haben, sich auszufahren. So viel jetzt zu den Clocks. Also die Clocks sind jetzt erstmal fertig. Gut, ich mache dann kurz mal einen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.